Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, auch wenn es jetzt unangenehm wird und schon beim Zugucken juckt. Diese Mücke hat einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausgelöst. Den hat die Weltgesundheitsorganisation heute Abend ausgerufen, weil sich das Zika-Virus immer weiter ausbreitet. Es wird von den Mücken übertragen und die WHO glaubt, dass es der Grund ist, warum in Mittel- und Südamerika viele Babys mit zu kleinen Köpfen geboren werden. Jetzt also der internationale Notstand. Diesmal will die WHO extra früh handeln. Mit allen Mitteln sollen die Überträgermücken gestoppt werden. Cúcuta im Nordosten Kolumbiens, die sechstgrößte Stadt des Landes. Trucks versprühen in den Straßen Gift gegen Moskitos. Das Zika-Virus wird von den Blutsaugern übertragen. Und es breitet sich aus, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Gleichzeitig steigt die Anzahl von Neugeborenen mit starken Verformungen des Schädels. Das hat die Weltgesundheitsorganisation alarmiert. 18 Experten kamen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, die mehrere Stunden dauerte. Am späten Abend schließlich rief Margaret Chan, die Generaldirektorin der WHO, den globalen Notstand aus. Die Experten sind sich einig. Es gibt einen starken Verdacht, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zika-Virus-Infektion während der Schwangerschaft und Mikrozephalie gibt. Allerdings ist dies noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Alle sind sich einig darüber, dass nun internationale Anstrengungen unternommen werden müssen, um diesen Zusammenhang besser zu verstehen. Allein in Brasilien wurden seit Oktober mehr als 3.700 Neugeborene mit dem Verdacht auf Mikrozephalie registriert. Etwa 50 von ihnen sind inzwischen gestorben. Die Babys kommen mit einem viel zu kleinen Kopf auf die Welt, sind deshalb oftmals geistig behindert und leiden unter neurologischen Störungen. Eigentlich ist das Zika-Virus nicht gefährlich, nur bei etwa 20% der Infizierten treten grippeähnliche Symptome auf, tödlich ist es nicht. Schwangere allerdings können das Virus auf ihre ungeborenen Kinder übertragen. Die Ausrufung des globalen Notstands hat vor allem einen Sinn, es ermöglicht die Freisetzung von Geldern, erklärt David Lee Heyman von der WHO, um die Forschungen voranzubringen. Eine Krankheit in einem Land ist eine Gefahr für jedes Land in der Welt. Und wenn die Krankheit in ein Land kommt, kann sie sich ausbreiten, wenn die Voraussetzungen dafür da sind. In diesem Fall Moskitos. Falls es wirklich einen Zusammenhang zwischen Mikrozephalie und dem Zika-Virus gibt, dies muss nun schnellstens geklärt werden.